Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es in einfachen Schritten in einen Teil der Bildbearbeitung gehen, und zwar wie wir aus einem ganz normalen Foto ein ansehnliches Produktbild machen, für uns selber, wenn man was bei eBay einstellen möchte, bei eBay Kleinanzeigen, bei Kleider Mami Kreisel, wie die ganzen Plattformen jetzt überall heißen, oder vielleicht für einen Online-Shop. Wie auch immer, ich habe die letzten Tage relativ viel Bilder bearbeitet für einen Bekannten, der in dem Semmelladengeschäft jetzt auch einen Online-Shop macht. Und ich habe gedacht, ich mache dazu gleich mal ein passendes Video, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Ich werde auch gar nicht so in die Tiefe eingehen, sondern das möglichst einfach halten. Und ihr werdet sehen, es ist nicht schwer. Ich verwende in diesem Fall von Corel das PaintShop Pro 2018, aber auch in Photoshop oder in anderen Programmen sind die Werkzeuge, die Funktionen und so weiter relativ gleich. Das Ausgangsbild ist out of the cam, also kommt quasi aus der Kamera, ist unbearbeitet. Ich habe da zwei Stück mal ins Bearbeitungsprogramm geladen. Hier sehen wir eins. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich werde noch das eine oder andere räuspern und mich jetzt deswegen nicht jedes Mal entschuldigen, nur für euch zur Info. Ja, hier haben wir das erste Produktbild und hier haben wir das zweite Produktbild. Beide sind auf einem Fototisch entstanden mit, muss man überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kleinen LED-Scheinwerfern. Muss man nicht haben, aber da ich sowieso öfters Bilder mache, ihr solltet versuchen, die vor einem möglichst farbgleichen Hintergrund zu machen. Das kann ein Bettlaken sein, was auch immer. Umso gleichmäßiger der Hintergrund ausgeleuchtet ist, umso einfacher erfolgt dann das Freistellen oder funktioniert das Freistellen. Das Freistellen bedeutet, dass man das eigentliche fotografierte Objekt von dem restlichen Bildmaterial befreit, also quasi rausschneidet. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt in verschiedenen Programmen Automatiken, die, ich sag mal, es versuchen, das freizustellen. Ich finde diese Automatiken nicht sehr befriedigend, weil sie halt nicht so gut arbeiten. Also wenn man das händisch macht, natürlich dauert das händisch ein bisschen länger, führt aber zu einem besseren Ergebnis. Ja, wir wollen jetzt gar nicht so lange rumquatschen. Das ist das Bild, was aus der Kamera kommt. Hat eine Auflösung von 5472 x 3648 Pixel, also insgesamt 12 Megapixel. Das fertige Produktbild soll nachher 1200 x 800 Pixel haben. So, ich habe jetzt hier in dem Grafikbearbeitungsprogramm mir das Lasso gewählt, ein Freihandauswahlwerkzeug, und habe hier den Auswahltyp Punkt zu Punkt gewählt. So, jetzt zoome ich ein wenig herein und jetzt nehme ich hier einen Anfangspunkt, klicke hier und ihr seht, jetzt habe ich so eine Art, ja, Faden dran, und jetzt gehe ich hier an diesen Linien möglichst genau da lang, wo der Unterschied am größten ist zwischen Hintergrund und dem eigentlichen Produktbild. So, jetzt haben wir nach unten. Auch hier. Und wieder nach oben. So, einmal Rechtsklick. Und dann haben wir das ausgewählt. Jetzt schneide ich das aus. Und das kann ich löschen, das brauche ich nicht mehr. Und füge das Bild als neues Bild ein. Bearbeiten, als neues Bild einfügen. So, jetzt haben wir keinen Hintergrund. Der Hintergrund soll weiß sein. Man kann es auch transparent machen, dann als GIF oder PNG. In meinem Fall ist es nicht gewünscht. Ich möchte weiß haben. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe hier noch ganz vergessen, die Lasche auszuwählen, wo man die Verpackung aufhängt. Das machen wir mal ganz schnell. Hier in den etwas runden muss man halt kleinere
Wegstrecken machen, wo man klickt. Und wenn es relativ gerade ist, kann man das größer machen. So, ihr könnt das ja ganz gut sehen. So, jetzt drücke ich die Entferntaste. Jetzt ist das auch weg. So, jetzt fügen wir die zwei Ebenen, die Vordergrund- und die Hintergrundebene zusammen. Dann haben wir schon mal ein weißes Bild. Und jetzt schaue ich mir erstmal an, was an diesem Bild noch bearbeitet werden muss. Ich möchte jetzt hier noch die Farben angleichen, den Kontrast angleichen. Ich muss hier noch die Perspektive bearbeiten. Ich muss das Preisschild entfernen und muss das nachher in das Format bekommen, was ich haben möchte, nämlich die 1200x800 Pixel. Fangen wir erstmal an, indem wir das Preisschild hier unten versuchen zu entfernen. Je nachdem, auf was das Preisschild, was da für ein Hintergrund ist, macht es einfach, solche großen Fehler zu retuschieren. In diesem Fall wird es ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, was sich jetzt wirklich auf dem Hintergrund befindet. Also wenn ihr irgendwelche Sachen dran habt, die abgehen, auch Schmutzflecken oder irgendwas, bevor ihr da ewig retuschiert, macht das möglichst frei, auch von Staub, von irgendwelchen Aufklebern. Das spart euch nachher eine ganze Menge Arbeit. Ich nehme jetzt hier in meinem Fall einen Klonpinsel. Schau mal, was für eine Größe eingestellt ist. Der ist zu klein. Wählen wir mal 40 Pixel aus. Und der macht Folgendes. Ich mache jetzt einen Rechtsklick. Ich mache das mal hier auf weiß und ihr seht, da wo das Kreuz ist, da holt er sich quasi das Material, er stempelt es also, ne? Wenn ihr seht, das was ich da anfasse und stempel, ich gehe jetzt mal hier rauf, er kopiert quasi die Sachen. So, ich mache das natürlich wieder rückgängig, Steuerung Z. Ich wollte euch nur die Funktion des Klonpinsels erklären. So, jetzt müssen wir versuchen, die Farbbereiche möglichst nah an dem Etikett sind, zu übertragen. Möglichst immer nahe oder versuchen, die Farben oder die Bereiche zu nehmen, die auch da sind. Wie gesagt, man sieht es jetzt noch, das ist kein Problem. Das ist erstmal nur die grobe Retusche. So, und dann braucht man halt ein bisschen Fantasie, dass man sich ungefähr vorstellt, was denn da jetzt im Hintergrund ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt hier dieser rote Mantel weiter reingeht in das Bild und ziehe mir deswegen hier um die roten Bereiche etwas hinunter. Muss mal gucken, wenn das Werkzeug zu groß wird, dann stellt man das ein bisschen runter. Ich gehe jetzt auch mal auf 30. Das ist noch zu groß, auf 20, damit ich hier feiner arbeiten kann. So, dann werden wir mal gucken, ob wir das Schwert hier nach unten bekommen. So. Wie gesagt, ihr müsst selber wissen, wie perfekt ihr das haben möchtet, da das in meinem Fall Produktbilder wären für einen Online-Shop. Ich bin jetzt kein Grafiker, das ist alles hier Learning by Doing. Versuche ich das möglichst genau zu machen, wenn ihr da irgendeine Sache bei eBay einstellt oder in anderen Verkaufsplattformen, dann müsst ihr nicht ganz so genau arbeiten. Es ist eurem Qualitätsanspruch quasi entscheidet, wie gut ihr das machen wollt. So, jetzt sieht das doch schon ganz gut aus. Jetzt machen wir das mal noch mal kleiner auf 10. Dann zoome ich mal noch hier rein.
denke, es ist schon jetzt relativ gut. Ihr seht das hier natürlich noch, weil ihr weißt oder weil ihr wisst oder gesehen habt, wie es vorher aussah. Aber ich denke, wenn ihr das nicht gewusst habt, ich ziehe jetzt mal runter auf 100%. So, man sieht es kaum noch, ne? Man sieht jetzt hier noch ein bisschen Wellenbewegung. So, das kriegen wir auch weg, indem wir das Make-up-Werkzeug benutzen. Damit kann man Bildfehler entfernen. Und jetzt versuchen wir erstmal, das hier ein bisschen gleichmäßiger zu gestalten. Müsst ihr nur aufpassen bei Farbkanten, dass er da nicht rüber geht. Und jetzt holt ihr euch andere Farben, habt das gesehen? Steuerung Z. Na, jetzt hier in diesem zweiten Kreis, dann verschmiert das, ne? Ihr müsst wirklich da ein bisschen aufpassen. So. Jetzt haben wir das ein bisschen angepasst. Hier oben habe ich ein bisschen geschlafen. Oder ich werde noch mal, ich werde das mal ein bisschen hier noch. So, jetzt kommt das nächste. Jetzt werde ich die ganzen Bereiche, die ich bearbeitet habe, weich zeichnen. Außerdem dem Schwert werde ich mal sein lassen. Bisschen großzügiger sein in der Auswahl, damit das nicht so auffällt. So, dann gehe ich auf Einstellen. Unschärfe, nehme in diesem Fall die gaussische Unschärfe und wähle dann 0,5 ist eingestellt, ich will 1 und ihr seht, umso höher der Wert geht, umso weicher wird das. Nur man darf es nicht übertreiben, sonst fällt es nachher extrem auf, aber ich möchte halt diese starken Farbunterschiede aus der Retusche, möchte ich halt abschalten. So, wir machen jetzt mal hier die 2. So, jetzt sieht das natürlich relativ glatt aus. Wenn man näher rankommt, sieht man das, dass es bearbeitet ist. Es ist ja doch, man sieht ja die einzelnen Pixel. Und wir werden jetzt versuchen, da ein Bildrauschen hinzuzufügen, um diese Struktur nachzuahmen. Gehen wir wieder auf Einstellen, Bildrauschen hinzufügen, entfernen, Bildrauschen hinzufügen. Und der letzte Wert dürfte noch passen von 3. Ansonsten gehen wir mal ein bisschen höher auf 4, auf 5, ich glaube 6. 6 ist fast schon zu viel. Ich mache mal die Bildvorschau. Seht ihr, so ist das glatt. Und jetzt haben wir einen Wert von 6. Den werden wir auch nehmen. Okay. Auswahl beenden. Und jetzt seht ihr quasi diese gleiche pixelige, verrauschte Struktur wie hier. Auch in diesem Bereich müsst ihr halt eben aufpassen bei der Retusche, dass das eben möglichst ähnlich aussieht. So, und ich könnte wetten, wenn ich euch jetzt ein Vorjahr, also wenn ihr das vorher nicht gesehen hättet, dass hier ein Preisschild drauf war, dann würdet ihr das auch nicht sehen. So, machen wir weiter mit der Bearbeitung von Bildfehlern. Hier haben wir zum Beispiel ein Bildfehler, kann abgeschabt sein, können Staubkörner sein. Hier haben wir zum Beispiel einen Knick drin im Karton. Hier haben wir auch einen Knick drin. Ja, das geht ganz gut mit dem Make-up-Pinsel, den ich hier habe. Stelle ich mir jetzt hier auf 25 ein. Und der nimmt quasi aus dem zweiten Kreis die Farben und die Struktur und fügt das in den inneren Kreis ein. Und damit geht das dann weg. Muss man auch ein bisschen mit Gefühl arbeiten. So. Jetzt benutze ich den Klonpinsel wieder, damit ich die Struktur hier übernehmen kann. Hast ja recht, ich muss eine Quelle wählen. So, weg haben wir auch diesen Kratzer. Ja, das kann man natürlich bis ins Unendliche treiben.
Da wird es aber noch verkleinern, da fallen viele Bildfehler nachher weg. Wenn man jetzt hier zum Beispiel den Rand nehmen und hier hinsetzen. Wie gesagt, allzu kleine Sachen braucht man nicht machen, nur das, was jetzt ins Auge fällt. Hier nehmen wir zum Beispiel mal noch das weißen Bildfehler weg. So, hier hätten wir noch einen kleinen, den wir wegnehmen können. So, hier haben wir auch noch auf der Keule. So. Und hier oben haben wir noch, das nehme ich noch weg. Wieder umstellen auf 10. Ja, die Kamera oder generell eine Kamera, die sieht natürlich viel mehr als das menschliche Auge. Es ist Wahnsinn. Dazu kommen natürlich noch teilweise Artefakte dazu, die die Kamera selber produziert. Gerade wenn man im JPEG-Format abspeichert, lässt sich das nicht vermeiden. Deswegen arbeite ich sonst eigentlich im verlustfreien Modus. Ich speichere die Fotos als im RAW-Format, also unkomprimiert, und konvertiere mir die dann erst in der Bildbearbeitung. In dem Fall ist es nochmal eine Kopie als JPEG, was ich jetzt hierfür als Beispiel nehme, weil es vollkommen ausreicht. So, jetzt haben wir das alles bearbeitet. Jetzt will ich noch ein bisschen die Schärfe einstellen. Dann mache ich Hochpassschärfen 50%. Ihr könnt jetzt auch sehen, es wird einfach ein wenig plastischer und schärfer. Und jetzt machen wir nochmal normales Scharfzeichnen. Jetzt wird das Bild verkleinert. So, ich möchte 1200x800 haben, also nehme ich 750 in der Höhe, damit oben und unten noch ein bisschen weiß bleibt. So, jetzt kopiere ich mir das, kann das hier wegmachen und füge das hier in meine, seht ihr hier unten schon 1200x800, ne? Ist das weiße Blatt, das weiße Blatt, das weiße Bild, und füge das hier als neue Ebene ein. So, und deswegen nur 750, aber das hat ja nur 800 in der Höhe, damit ich hier oben und hier unten noch ein bisschen weißen Rand habe. Und ich sehe gerade, hier unten ist noch eine kleine Ecke, die man noch retuschieren könnte. So, das ist eine Ebene. Ihr seht, das ist die eingeführte Ebene, und ich habe jetzt die Möglichkeit, die zu ziehen in der Perspektive. Und zwar, wenn ich jetzt hier die über der Steuerung-Taste die Pfeil nach oben-Taste drücke, ändert sich hier unten links das Symbol, und ich kann mir das in der Perspektive zurechtziehen. So, man kann jetzt hier in meinem Programm im PageShop Pro kann man über Steuerung Alt G sich auch noch ein Raster einblenden, und dann kann man es noch ganz genau ausrichten, indem man das Raster zur Hilfe nimmt. So, Steuerung AG. So, dann füge ich das wieder zusammen, dass das alles eine Ebene ist. Und dann werde ich nochmal hier unten schnell die abgestoßene Ecke vom Karton versuchen zu retuschieren. Was natürlich, man ist immer noch zu groß. Falsches Werkzeug. Ich brauche ja den Klonpinsel. Fähigkeit auf 40 setzen. So, ich denke, jetzt ist das in Ordnung. Das wären jetzt hier 100%, könnt ihr hier oben sehen, wo mein Mauszeiger ist. Das ist also die Originalgröße, und hier unten die Ecke,
Da haben wir retuschiert. Sieht man natürlich immer nur, wenn man vorher weiß, wie es ausgesehen hat. So, jetzt werde ich nur noch ein klein wenig schärfen. Noch ein wenig die Helligkeit erhöhen und den Kontrast. Kontrast machen wir überhaupt nicht. Oder machen wir maximal 5 und die Helligkeit noch ein bisschen 5, so ein bisschen knackiger aussieht. So, und fertig ist das Produktbild. Ich lösche das jetzt mal. Wir nehmen nochmal ein zweites. Ich habe das hier drüben. Fangen wir wieder an mit dem Auswahlwerkzeug und hangeln uns an den Linien entlang. Was hier in dem Fall natürlich ein bisschen schwierig ist, weil es eine transparente Verpackung ist. Man ahnt es hier teilweise eher nur. Muss man sich halt ein bisschen vorstellen, wie das aussehen könnte. Ich hätte es mal lassen sollen, das andere Bild, dann hätte man schön vorher und nachher sehen können. Aber ich zeige euch das dann an dem Bild nochmal. Das lösche ich jetzt, das schneide ich jetzt nicht aus. Das kopiere ich jetzt nur. Sagt, umso runder das ist, umso kleiner müsst ihr die Arbeitsschritte machen, weil es sind ja gerade Linien und wenn ich das jetzt hier rüber ziehe, na, seht ihr, funktioniert nicht, wird das nachher schräg. Sagt, ist eine recht mühsame Arbeit und ich habe weder einen Photoshop noch ein PaintShop Pro noch einen anderen Grafikbearbeitungsprogramm, musste ich immer noch manuell ran. Und dieses Nacharbeiten des Ausschneidens hat mir mehr Zeit gekostet und mehr Mühe, als wenn ich das gleich von Anfang an sauber selber mache. Deswegen bin ich dazu übergegangen, das nur noch selber auszuschneiden. So, sind wir ja gleich wieder unten. Ah, da haben wir auch wieder ein Preisschild drauf. So. Zack. Und da haben wir es. Aber dieses Mal kopieren wir das nur. Bearbeiten, kopieren. So, als neues Bild einfügen. Und jetzt haben wir das gleiche in Grün wieder ebnen. Alle zusammenfassen. Und jetzt haben wir wieder die Retusche. Ja, muss man überlegen, wenn man mit Fototusch arbeitet, hat Glassachen oder Kunststoffsachen und man hat nicht wirklich ein super Equipment wie blendfreie Scheinwerfer oder noch irgendwelche Scheiben, die man vor die Scheinwerfer schiebt, um das Licht weicher zu machen, dann hat man Reflexionen, wie ihr sie hier sehen könnt. Ja, muss man selber entscheiden, ob man das schlimm findet. Ich finde es nicht so super. Ich versuche die so weit wie möglich rauszuretuschieren, was natürlich nur teilweise gelingt. So. Muss eben halt aufpassen, dass man nicht zu viel übertreibt. Wichtig ist wahrscheinlich die Bereiche, wo das eigentliche Produkt zu sehen ist, dass man da versucht, ein bisschen das wegzumachen, nicht allzu sehr glänzt. Aber das hier gar nicht so einfach ist mit der Püppi. Da mal noch kleiner machen. Natürlich jeder Staubkorn, der auf dieser Verpackung ist, jeder Fingerabdruck
Führt natürlich zu einer Reflexion oder kann zu einer Reflexion führen. Gucken, ob wir hier die oben die beiden. Also wie gesagt, eine ganze Menge. Aber ich habe mir das ja extra ausgesucht, das Bild. Ich hätte jetzt so ein einfaches nehmen können für euch. Ist alles nur eine Frage, wie ich vorhin schon sagte, wie viel Ausdauer hat man und wie perfekt möchte man es haben. Prinzip kann man alle Reflexionen herausnehmen, wenn man möchte. Was dann aber halt übrig bleibt, ist so ein müschiger weißer Schleier, weil das natürlich durch diese Plastikverpackung könnte dann unnatürlich aussehen. Deswegen würde ich nicht alles wegretuschieren, sodass man wirklich nur sieht, aha, das ist von der Verpackung oder was auch immer. Und sieht das nicht so unnatürlich aus, könnte ich mir zumindest vorstellen. So, die beiden großen Glanzflecken hier. Auf jeden Fall weg. Sieht aus, als ob das Hörner hat. Wie sein das sein soll? Eichhörnchen oder was? Hamster? Keine Ahnung. Hier oben auch weg. Immer schön von außen, immer kreisrum. Weil gesagt, dieses Werkzeug im zweiten Kreis. Das Material, die Farben, die Struktur analysiert und da in dem inneren Punkt das dann einfügt. Und wenn man kreisrund immer sich um das Objekt herum arbeitet, dann hat man möglichst alle Farben von draußen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen hell. Gucken wir mal, ob wir das hier, ja, wenn man das etwas zu groß nimmt, dann erzeugt der hier in meinem Fall eine Struktur. Und jetzt geht es darum, diese hellen Flecken rauszubekommen. Jetzt haben wir ein bisschen die Farbe, jetzt kann ich wieder verkleinern und diese, naja, Bildfehler, sage ich mal, wieder entfernen. Und ihr seht, die hellen Flecken sind jetzt quasi verschwunden. So, hier oben kann man auch noch ein bisschen wegmachen. So, ne, dürft ihr nicht vergessen, wie nah wir jetzt dran gewesen sind. So, dann schauen wir mal. Bei der Püppi hier oben, vor dieses große Weiße wegkriegen, weil das glaube ich, das ist doch sehr störend. Das wird aber so nichts werden. Da brauchen wir den Klonpinsel. Gucken wir mal, 30 reicht aus. So, ihr werdet jetzt sehen, dass der nicht beim ersten Mal gleich alles wegnimmt, weil ich die Deckkraft hier vorhin auf 40 runtergesetzt habe, das lasse ich jetzt auch. Hat den Vorteil, dass man weichere Übergänge bekommt. Und gerade in dem Fall ist es praktikabel. So, mal hier nicht so viel übertreiben. Ich glaube, so ist das okay. Mal hier noch die beiden. Irgendwas ist die Verpackung eingerissen oder gedrückt oder so. Müssen wir ein bisschen kleiner machen. Wichtig ist immer möglichst nah an dem Bereich, den ihr wegretuschieren wollt, damit da wirklich die gleiche Farbe, Struktur. Wenn ihr hier drüben klickt und macht hier was, seht ihr, was passiert, ne? Funktioniert nicht. Ihr müsst immer möglichst am nah dran bleiben. Auch mal umsetzen die Quelle. Das mit der rechten Maustaste ist immer die Quelle, wo sich die Farbe und die Struktur hergenommen wird. Und wenn ich mit links klicke, wird das da übertragen.
So, hier oben können wir noch ein bisschen was wegnehmen und dann will ich es hier in dem Fall gut sein lassen. Ich möchte das ja nicht fertig machen, sondern euch nur zeigen, wie es funktioniert. Was ist denn hier für ein hässlicher Strich? Der sieht nicht schön aus. Ja, wenn ihr natürlich Beschädigung drauf habt auf euren Sachen, die ihr verkaufen möchtet, Sachen, als gebraucht waren und dann sind irgendwelche fetten Kratzer oder irgendwelche anderen Beschädigungen, die stark zu sehen sind, auch wenn es in den Fingern juckt, solltet ihr möglichst nicht wegmachen, nicht retuschieren. Das grenzt dann schon quasi an Betrug, weil auch ein Kratzer ist ein Mangel und wenn er den dann wegmacht und der packt nachher das Gerät aus und hat da vorne einen fetten Kratzer auf der Front des Verstärkers, der auf dem Foto nicht wahr war und er aber hätte da sein müssen. Tja, dann steht garantiert Ärger im Haus. Aber alles, was so Staub ist, Reflexion und so weiter, das könnt ihr natürlich ohne Probleme retuschieren. So, dann haben wir noch das Preisschild. Wie gesagt, den auch noch Kratzer. Man kann hier stundenlang, ist mal nur die Frage, wie viel Zeit man investieren möchte oder muss und ob sich das nachher noch rechnet. Ich werde jetzt in dem Fall das Preisschild nicht komplett rausretuschieren, sondern nur den Preis entfernen. Bei dem Produktbild für den Online-Shop habe ich das natürlich abgemacht. Natürlich besser, wenn man vorher Bilder macht und die danach auspreist, aber in diesem Fall waren die alle schon ausgepreist und die waren auch richtig fest auf, dass man da hätte mit Bremsen rein ja oder Aufkleber hätte rumrubbeln müssen und das haben wir natürlich dann sein gelassen. So. Das Bild ist mir ein bisschen flau und ich möchte auch versuchen, diesen grauen Schleier ein bisschen wegzumachen. Deswegen werde ich hier auch Bildhelligkeit anpassen, und zwar in erster Linie den Kontrast. Ich werde hier die Helligkeit ein wenig verringern und dafür den Kontrast. Und wenn ich jetzt mal in die Bildvorschau gehe, na, so sieht es vorher aus, blass. Und so kommt das schön knackig rüber. Ich glaube, 15 ist ein bisschen übertrieben. 20. Ich glaube, 15 reicht auch aus. Und hier minus 5. Genau, sieht das nicht so übertrieben aus. Dann werden wir noch Hochpass schärfen. Da haben wir da immer Hochpass. Und dann werden wir das Format einstellen. Wieder 750, weil es ja höher als breiter ist. So, dann kopieren wir das und fügen das als neue Ebene ein. Und ich glaube, an der Perspektive muss ich gar nichts mehr ändern. Ich muss das minimal noch ein Stückchen drehen. Und hier unten noch ein kleines Stückchen ziehen. Mal kurz. Ja. Und jetzt kann ich noch ein bisschen Schärfe dazugeben, wenn ich möchte. Man darf es nicht übertreiben, weil zu viel Schärfe wird es dann irgendwann pixelig. Aber da ich recht gutes Ausgangsmaterial habe. Ja, und jetzt haben wir hier beim mein Programm hat hier so einen kleinen Bug, dass er hier irgendwo Striche hinmacht, die vorher nicht waren. Das hat PaintShop Pro. Eigentlich wollte ich es vermeiden, ich hätte vorher die Ebenen zusammenfügen sollen vor dem Schärfen. So. Und jetzt kann ich nochmal die Schärfe hinzugeben und da passiert der Fehler nicht. Aus welchem Grund auch immer. Scharfzeichen, ihr seht die Striche nicht. Also immer Ebenen zusammenführen und danach schärfen. So, und jetzt haben wir das fertige Bild. Und wir können ja nochmal zurückblenden. Wo ist denn das Originale? Hier ist das Originale.
Und hier ist das fertige Bild. Ja, und jetzt muss ich bloß noch auf Datei speichern unter. In der Regel wird mein JPEG nicht so stark komprimieren. Sonst wird das unscharf und pixelig entstehen Artefakte. Müsste ausprobieren, welche Kompressionsrate bei den heutigen Bandbreiten im Internet reicht, wenn er maximal 10% einstellt, beziehungsweise 15%, dann bleiben noch fast alle Details erhalten. Ja, ich hoffe, den einen oder anderen damit helfen zu können, wie man einfach ein Bild ausschneidet, wie man die Farben anpasst, die Schärfe, wie man Bildfehler entfernt, wie man kleine Sachen retuschiert, die Perspektive anpasst und es nachher ein gefälliges Format gebracht wird. Dann soll es das für heute gewesen sein mit diesem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Beste Grüße aus Berlin und reingehauen.